Vorbeiparty in Hagen, Landtagswahl 2017 bei uns. Randy Rüspel von der SPD, die Stimmung ist im Moment... Also natürlich bitter enttäuscht. Es ist ein großer Verlust und fast eine Katastrophe, kann man sagen, für uns, dass eben die Landesregierung unter Hannelore Kraft abgewählt worden ist. Frau Kraft ist zurückgetreten, auch das für viele ein Schock, wo manche jetzt schon so einen Schockstamm sind, sagt, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ja, in der Tat. Also für die SPD ist das keine einfache Situation. Für Hannelore Kraft war das zwangsläufig. Ich kenne sie nun etwas besser und das ist eben keine Politikerin mit einer kalten Schale oder einer Stahlschale, sondern eben auch menschlich, und das wird sie auch tief getroffen haben, und dann hat sie eben für sich die Konsequenz gezogen. Leider, aber die Entscheidung ist getroffen. Man suchte mal nach den Gründen heute Abend, vielleicht auch ein bisschen zu früh, aber vielleicht doch mal gefühlsmäßig von Ihnen aus, woran kann es gelegen haben? Naja, die Warnung ist tatsächlich, dass es der CDU und auch der Union und der FDP gelungen ist, Themen wie innere Sicherheit, also die Silvesternacht in Köln, gar kein politisches Verschulden, oder die Frage der Staus, die es nun mal gibt in einem Großraum, oder G8 und G9, die Verkürzung der Schulzeiten, von der Union ja beschlossen, tatsächlich auszunutzen, zu popularisieren und sogar gegen die SPD zu wenden, die es nicht geschafft hat, ihre Erfolge wirklich nach außen zu vertreten. Wir haben auch nicht die Endergebnisse für Hagen, aber hier für Hagen sieht es dann doch schon wieder so ein bisschen anders aus, oder? Na, ich will das natürlich hoffen. Ich hoffe, dass sich die Arbeit von Wolfgang Jörg und Hubertus Kramer, die ja intensiv waren in den letzten Jahren, aber eben nicht medial immer sichtbar, weil vieles nicht in der Öffentlichkeit geschehen kann, wenn es um Unternehmenshilfen geht oder was, dass die ihre Früchte zeigt und auch von den Menschen vernünftig bewertet wird und sie wieder in den Landtag kommen.